Glück auf und willkommen zurück zu Sudeki, wo wir die blöde Sirene hier sowas von geplättet haben. Blödes Fischweib. Wollt ihr mir mein Tal klauen? Ich fasse es ja nicht. Wo fange ich ihn jetzt an mit befreien? Kommt raus, ihr Lümmel, ihr seid frei. Willst du sie töten, Kazel? Du verwechselst mich mit meinem Bruder. Ich bin ein Diener zu Yantias und kein Mörder. Wir bringen sie zur Zitadelle. Dann soll Caprin entscheiden, was mit ihnen geschehen soll. Zumindest wissen wir den aklorischen Kristall nun sicher in unserer Hand. Okay. Verzeih, Kazel. Ich wollte dich nicht verletzen. Carlos gehört nicht mehr zu meiner Familie. Reden wir nicht über ihn. Aha. Kehren wir zur Zitadelle. Also wenn ihr gegen Talos kämpfen wollt, ich bin dabei. Haben die uns voll von hinten umgeknödelt. Ah, wir kriegen mal wieder ein bisschen Beistand, hä? Tal, Nachfahre von Kariston, erwache. Gehe nach Cyantia und suche deine Freunde. Dort findest du Antworten, die du noch nicht suchst. Sei ohne Furcht. Das geeinte Zeitalter hat begonnen. Das sagst du jedes Mal. Kriege ich wenigstens eine neue Rüstung? Meine setzt Rost an. Dankeschön. Lass sie bitte fett und cool sein, ja? Beschützerschlag erhalten. Und ist... Oh, die ist ja echt cool. Ritterrüstung mitgenommen. Die ist ja herrlich. Da kann ich richtig Eindruck machen bei meiner Schnecke. Oder was? Eilig. Guck mich an. Auf. Ich weiß, was zu tun ist. Tal? Wo zum... Der Elko ist der Einzige, der nie irgendwas kriegt, ne? Cyantia gebracht. Wir müssen sie dort finden. Sofort. Nee, gib mir mal meinen coolen Tal, ja? Wenn der schon mal so eine fette Rüstung hat. Oh, was ist denn das? Schimmerbräu. Neuer Auftrag und so weiter. Wir haben ja richtig was zu tun hier, hör mal. Wir kriegen richtig Arbeit. Weiß denn jemand, wo ich bin? Ich weiß es momentan noch nicht. Smaragd-Elixier. Fähigkeitszeug, das ich nicht gebrauchen kann. Schade. Boah, ja klasse. Hier kommen wir nicht lang, weil hier verzaubert ist, oder was? Verschwinde. Du alte Sau. Wir haben doch einen neuen Beschützerschlag gekriegt. Das können wir doch richtig schön schnell abhaken, die Situation hier. Also wir müssen uns merken, hier in dem komischen Ding gibt es noch eine verzauberte Tür. Da müssen wir irgendwann mal mit der Eilig ran. Schon wieder sowas, was wir uns merken müssen. Muss ich mir nachher gleich mal aufschreiben. Meine Liste mit Orten, wo wir zurückkehren müssen, wird immer länger, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wir müssen bestimmt hier lang. Tief in der Grotte. Hallihallo? Bin ich denn jetzt rausgekommen? Eine Wegbeschreibung war wohl zu viel verlangt. Wo hätte ich fast noch eine Truhe übersehen jetzt, du? Eingesteckt. 250 Gulden für den Bader. Und hier oben stehen Fässer herum. Die holen wir uns, die hauen wir um. Das nehmen sie uns auch gar nicht krumm. Hau weg den Triss, das sag ich dir. Zum Abendessen 3-4 Bier. Noch Fässle, wunderbar.
Der Peter hat's gesehen, das stand da. Wo bin ich denn? Wo muss ich hin? Von hier komme ich doch, glaube ich, oder nicht? Ah, verstehe. Das ist der kaputte Gang hier, hör mal. Wo wir nicht weitergekommen sind, weil hier was fehlt und so. Probieren wir es mal hier lang. Ich habe überhaupt keinen Peil gerade, wo ich bin. Ich bin total verwirrt und hinüber. So bin ich denn jetzt gelandet. Oh. Irgendwo, wo es wieder heftig Beef gibt. Da können wir doch jetzt mal den Tanz der Schwerter testen. Den haben wir ja ganz neu gekriegt und so. Mal sehen, was das für eine Fertigkeit ist. Boah, eine derbste. Boah, die hat derbst reingehauen. Krabbe kriegt noch eine Funkenklinge rein. Ihr sollt euch meine Klinge sterben. Bin ich jetzt vorbeigegangen? Ich hoffe nicht. Nee, passt noch. Ah, das ist gemein. Ich bin doch langsam unterwegs. Erledigt. Das ist die verzauberte Kammer. Sind wir jetzt wieder zurückgelatscht? Ernsthaft? Heilender Balsam. Bist du rot? Du bist rot. Dann nehme ich mir gleich mal ein. Mit anderen Worten, hier wollen wir gar nicht sein. Gut. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch herausfinden, wie wir aus diesem Schuppen rauskommen. Menschenskinder. Das wird ein harter Winter. Das sah ich euch. Also die Treppen hier bilden auf jeden Fall unsere Lösung. Wie auch immer die das bewerkstelligen. Hier hinten zum Beispiel geht es ja eigentlich gar nicht lang. Mein Gott, Walter. Aber hier war doch auch nichts weiter. Oder irre ich mich da? Hier geht's noch lang. Nee, hier ist kaputt. Also müssen wir bestimmt hier lang. Und kommen irgendwo raus, wo es ganz seltsam ist. Aber dabei ist alles. Was bist du? Fertigkeitsbalsam. Können wir ruhig auch mal mitnehmen. Aber das ist schön, dass wir so viele Tränke auf Lager haben. Man kann ja doch immer mal einen gebrauchen. Der Irrgarten, na sowas. Wäre schön, wenn wir den Kerl hier platt hätten, bevor alle anderen da sind. Ja, wo ist er denn? Spürt den Sind die alle auf einmal weg? Ich fass es nicht. Also, dass ich den nicht mehr treffe, war ja wohl, glaube ich, jedem klar.
Komm schon. So, hier liegt auch schon wieder Fertigkeitszeug und Schimmergetränke und hast du nicht gesehen. Wofür ist denn das Schimmergetränk? Ich brauche das Schimmergetränk. Es gibt zu viele Tränke. Heil 200 und 500. Das kriegt der Tal mal ran. Dann kriegt er noch einen Fertigkeitstrank. Falls ich den finde. Hier. So. Schon wieder ein Schimmergetränk. Zur Hölle mit euch. Ich sitze hier im Irrgarten fest und ihr macht blöde Späße mit mir, oder was? Sternlichtfiole mitgenommen. 2000 HP. Alle Spieler. Das klingt fein. Da haben wir auch noch was zum Mitnehmen gefunden. Jetzt reicht's. Jetzt gibt's einen Schwerttanz. Und zwar vom Feinsten. Na, da hat er sich gefreut. Der ist schon mal weg. Fertigkeitstrank, sagste. Fertigkeitsbalsam kann ich keinen mehr mitnehmen. Und wir sind fertig soweit. Den muss ich mal schlucken, damit ich den kriegen kann. Ist aber nicht weiter schlimm. Gut, wo sind wir denn jetzt? Überprüfen. Wrackteile der unglücklichen Schiffe, die zu dicht an diesen Ort vorbeifuhren. Oh, jemine. Der will direkt richtig Ärger haben hier, der Klotzen August. Na, dem habe ich wenigstens auch noch die ein oder andere rangekloppt. Jetzt gibt's nochmal die Funkenklinke hinterher. Die Klinge, nicht Klinke. Eine Funkenklinke ist, glaube ich, nicht ganz so effektiv wie die Funkenklinge. Edle Koralle. Ebenkoralle, Entschuldigung. Ich hab's heute mit dem Lesen und Sagen, ne? Merkt er wieder. Heilender Trank kann ich nicht mitnehmen, brauche ich aber auch nicht. Dafür habe ich wieder ein schickes Level, üppchen. Ein üppiges Level habe ich gekriegt. Da gebe ich dem Tal noch ein bisschen Energie, damit die Fertigkeitsangriffe doch ein bisschen heftiger noch ausfallen. Hier ist zu. Was nicht weiter schlimm ist. Oh, gibt es schon wieder Haue. Ja, ist ja mal gut jetzt. Die hauen die ganze Zeit drauf, die Hunde. Kann ich dich gebrauchen? Ich denke schon. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Knochenspalter.
Ich sehe nichts, das ist nicht gut. Ja, toll, voll in die Mitte. Ob das was wird, na, ich weiß ja nicht. Aber der steht eigentlich ganz günstig hier, der Krabberich. Oh, die stehen beide recht günstig. Deshalb kriegen die gleich nochmal sowas ran. Du hast Glück, du Penner. Statistisch sieht's schlecht aus für dich. Mach sie weg! Hau sie um! Das überleben die nicht! Boah, das überleben die doch. Aber das überleben sie nicht, zumindest nicht beide. Kristall, das ist was Feines. Machen fertig, Tal. Fertig, sage ich. Krebskristall mitgenommen. Beiden war nichts drin. Sehr nützlich, das Ganze. Könnt ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen? Kleinen Moment, ich brauche Fertigkeitsbalsam. Wo haben wir es denn? So, jetzt gibt's Plasmatika. Du hast Glück, du Penner. Statistisch sieht's schlecht aus für dich. Jetzt gibt's aufs Maul. Das wird ein feines Fest. Woms. Gut, die Fähigkeiten vom Elfo sind jetzt nicht so der Wahnsinn. Ich geb's ja zu. Oh, den habe ich aber schön erwischt. 1200er Schaden. Der ist tot. Heilender Trank. Ich habe eindeutig viel zu viele Sachen. Wo ist der heilende Trank? Hier. Boah, ja, voll daneben. So, dafür ist jetzt erstmal Ruhe. Und wir können weitergehen. Erstmal die Kiste weg. Dylodactylhaut mitgenommen. Was gibt's hier hinten noch? Sieht so aus wie ein geheimer Bereich. Hier gibt's noch eine schöne Kiste zum Mitnehmen. Sieht gut aus. 250 Gulden für den Lord. Jetzt verlassen wir diesen Ort. Auf das wir weg sind, weit fort. Hallo? Ist das der Ausgang? Eine Beschilderung wäre hier unten schick gewesen. Wenn ich das mal so anmerken darf. Könnte ich vor Wut hier alles verkloppen. Lalalala. Oh ja, das ist schick. Kammer der singenden Sirene. Das klingt doch nach einem Ausgang. Was haben wir hier? Sirenengesang. Waffe für Tal. Ich habe was von dir. Für dich. Wegen dich. Ob die Waffe was für uns wird? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken, wenn es soweit ist. Nichts gefunden. Tal, du musst hier mal ziehen. Weil das scheint unser Ausgang zu sein. Das scheint sehr gut unser Ausgang zu sein. Das ist fein. Boah, die lassen uns nicht gehen. Glaubt ihr es? Die lassen uns nicht gehen. Huh.
Die lassen uns nicht gehen. Geh weg. Lasst uns im Frieden, gefälligst. Wir können euch nicht leiden, wisst ihr? Okay, kaputt gemacht. Weggedonnert. Oh, jetzt haben sie mein Tal geplättet hier. Okay, zwei weniger. Fehlt ja eigentlich nur noch der Zauberwurm hier. Der ist aber auch schnell weg. Genau zu sein jetzt. Nimm mal so einen Balsam mit hier. Und dann nichts wie raus aus dieser Grotte der Verdammnis. Das hier ist doch der Ausgang, oder? Nee, irgendwie ja nicht. Ich will doch nur hier weg. Ich weiß halt nur nicht genau, wo ich hin muss. Hier muss ich lang, kann das? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Halle der toten Fische, das klingt gut. Höhle, nicht Halle, Entschuldigung. Ich lese schon wieder Scheiße vor, weil ich hier raus will. Ich fühle mich unwohl. Chronisch unwohl. Macht es fast kaputt. Oh, hier ist das Bild. Wir sind gleich draußen, Leute. Ich fasse es ja nicht. Es wird alles gut. Denke ich. Ich weiß noch nicht, wo ich lang will, aber ich glaube, das ist egal. Alle Wege führen nach oben. Einfach nur raus, das ist mein Ziel. Einfach nur raus zum nächsten Speicherpunkt und dann einfach nur Frieden haben wollen. Aufzug, ich liebe dich. Wo ist denn hier eigentlich der nächste Speicherpunkt, hör mal? Also bevor wir hier anfangen mit den Leuten zu quatschen, würde ich doch ganz gerne speichern wollen. Ich denke mal, unten im Dorf gibt es da schon so einige Stationchen, wo man durchaus abspeichern kann. Da sehe ich doch schon ein schönes Buch. Gut, dann machen wir hier Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lord Peter.